Ja, wo wir dabei sind, machen wir auch gleich mal einen 360 Grad Garten, herbstlichen Gartenrundgang. Ja, da ist unsere Kaki. Hat auch schon schön rotes Laub gekriegt. Und hoffentlich erfriert sie ja dieses Jahr nicht wieder so wie letztes Jahr. Da hat sie ja, kurz nachdem sie getrieben hat, waren diese beiden kalten Nächte, die echt viel kaputt gemacht haben. Unter anderem sind auch alle Triebe der Kaki erfroren. Wir dachten schon, die ganzen Zweige sind hinüber. Aber bis auf zwei, drei sind alle wieder ausgeschlagen und ganz gut gekommen. Die hat jetzt vermutlich so 3 Jahre. Ab 6 trägt sie vielleicht auch Früchte. Ja, dann haben wir hier unsere Physalis. Die blühen auch alle noch wunderbar. Das Problem ist, für die reicht die Zeit auch immer nicht aus. Aber ich folge einem Garten-YouTuber, einem Gärtner, der gesagt, man kann da wunderbar Stecklinge von ziehen. Und dann hat man natürlich einen echten Zeitvorteil. Ja, und hier sind ja auch schon die ersten Früchte so weit, dass sie langsam reif werden. Aber wir haben die ja extra in Töpfe gepflanzt, damit wir zur Not ein paar in den Wintergarten räumen können. Ja, hier über welche dran. Das da ist Topinambur, den können wir auch bald ernten. Der hat zwar überhaupt nicht geblüht, aber hat schöne kräftige Stängel. Oh, dann unser Weißkohlfeld, da steht noch der Weißkohl drauf. Das war der letzte Weißkohl. Der Rotkohl, da wird nichts werden. Da hatten uns ja die Schnecken im Frühjahr im Gewächshaus schon alles abgefressen. Jo, das ist halt Pech. Dann habe ich nachgesät, aber das war halt einfach zu spät. Da hat die Zeit nicht mehr ausgereicht. Oh, guck an, da wachsen auch noch ein paar Hokkaido. Und ein Butternussreif da unten noch. Das ist ja lustig, der steht Kopf um Kopf. Gut, andere Seite von unserem Garten. Zeigt noch ein paar Himbeeren. Und was hier steht, das hatte ich ja gesagt, das war das, was ich gepflanzt habe. Und dann kam halt der Sprunggelenkbruch dazwischen. Das wollen wir nämlich ins Gewächshaus setzen, wo die Anna die Tomaten heute alle erledigt hat. Hallo. Gerade fertig geworden. Ja, super. Hey, da könnt ihr euch ja quasi einmal im Gewächshaus umgucken, parallel. Ja, und das hier war das Gurkenhaus. Ich einfach mal reinhalten. Da sind noch ein paar Paprika drin. Und von dem ich weiß, dass man von Physale Stecklinge ziehen kann, der hat auch Paprika als Stecklinge gezogen. Das heißt, das probieren wir halt auch aus. Gut, das war der 360-Grad-Rundgang Garten.